Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Pixelmon. Es ist gerade ein schöner Sonnenaufgang und wir können tatsächlich mal gucken, ob das tatsächlich irgendwie noch was hier rumschwimmen sollte, aber ich bezweifle das einfach mal. Was ist hier denn für eine Gruppenversammlung? Move Tutor, okay. Okay, dann halt so. Wahrscheinlich werden wir hier nichts mehr finden. Aber Versuch ist es wert. Vielleicht. Ist es da unter? Das ist ein Loch, ne? Da müssen wir gerne mal runter gucken. Also, das war ein Loch im Boden, meine ich. Und da müssen wir gerne mal runter gucken. Ich glaube, hier schwimmt kein Kyogre oder irgendwas mehr rum. Ich habe mir wirklich schon überlegt, dass ich die Legendaries nach. Also, wenn ich Legendaries finden sollte jemals, dann werde ich die nach Freunden von mir benennen. Vermutlich, dachte ich mir so. Oh, Janma. Ist das das, was ich denke? Lol, das ist ein, nee, ein Golduck. Ich dachte, das wäre ein. Also ein Boss-Golduck. Ich dachte tatsächlich erst, das wäre ein. Ihr wisst, was ich meine. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ein Despotar! So, Takedown. Zen-Headbutt, das tat natürlich schon ein bisschen weh. Mattbomb? Oh, shit. Das ist gar nicht gut. Leech Seed. Sehr schön. Mega Drain. Es geht down, ne? Ja, klar. Nee, hätte ich einfach mal, auch wenn es nicht viel bringt. Dragon Rage. Aqua. Ja, natürlich, das ist jetzt Aqua Jet. Rage. Aber Leech Seed ist natürlich auch immer noch gut. Alter. So, das könnte tatsächlich schon reichen jetzt. Tut es natürlich nicht. Aber dann kriegt halt Apfel die XP. Es reicht nicht mal, um es zu töten, oder? Ne, reicht echt nicht. Und dann kriegt es noch Leech Seed. Ha, nice. 18, 19. Oh, cool. Levelball. Ja, gut, dann müssen wir schon wieder zurückfliegen. Hat sich ja gelohnt. Habe ich gerade wirklich den Ball geworfen? Alles klar. Oh, los. Hier sieht man auch echt nur nichts, ne? Weil da unten sind ganz viele helle Sachen. Wir wollten das Loch reingucken, habe ich ganz vergessen jetzt schon wieder. Ich plane hier schon wieder. Ich verplane mich selbst schon wieder. Obwohl auch immer das Speedbiom hier sein soll, ne? Das hatten wir ja schon zweimal. Dass das da angeblich ein Legendary spawnen sollte. Wahrscheinlich ist echt dieses kleine Stückchen hier vorne. Wir waren einfach nicht in der Nähe. Aber gut. Lässt sich nicht ändern. Flattern wir hier mal rein. Heil die Pokémon. So. Dann wollte ich in die Wüste fliegen, weil da kann man schnell. Das müsste in die Richtung sein. Weil da kann man verhältnismäßig schnell Erfahrung kriegen. Vor allem für die. Oh, okay, okay, gut, okay. Lapras hat meinen Plan gerade. Ich habe mal das für das Loch vergessen, was ist das denn mit mir heute? So, guck mal zurück. Level 28, jetzt könnte sogar funktionieren. So. Daneben, sehr schön. Ich habe mich selbst retrieved. Lapras, bleib hier! Was ist du für ein Level? Lapras, Lapras, Lapras! Das ist sogar das sein, das wir gerade eben gesehen haben, ne? Das ist der 28er. Ja. Schön. Getroffen! Wir nehmen mal Watergun, um es safe zu machen. Oh Gott, das wird ewig dauern. Mudshot vielleicht. Ja, Mudshot ist auch gut. It fell asleep, natürlich. It's still sleeping. Ja, ja. Schön. Okay, So, dann nehmen wir jetzt nochmal Watergun.
Lol, wieso ist es down? Ach lol, es hat Parry. Oh, ich Idiot. Ich hatte gar nicht gedacht, was das der Move macht. 49, alles klar, wir versuchen es einfach mal. Leech Seed. Mega Drain. Alles klar. Ach Leute, jetzt hab ich Leech, ich bin eigentlich Idiot. Mega Drain. Wir könnten, also wir haben einen Try, um das zu schaffen. Back, Pokebälle, Hyperball. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. 49er Lapras, das wäre so krass. Ach, scheiße. Oh, warte, wir haben noch einen Versuch. Na, egal. Wir haben... Bam, Alter! 49er Lapras! Was ist da los, Mann? Nice! Heilige Scheiße! Und wir haben keine Pokébälle mehr. Oder fast keine mehr. Puh! Das war Aktion. Hauptsache 49er Lapras im Schlüssel. Völlig überlevelt, aber hey. Nee, weil ich muss das, glaube ich, das wegschmeißen. Mal los. Abfluch. Was bist du denn für ein Ding? Also. Mit dem auch schon Erfahrung gemacht. Ab wieder in der Pokétasche rein, in der Pokéball. Dann werden wir die Pokémon heilen. Alter, also wenn einer von euch Lapras sein möchte, er steht euch frei. Wie cool ist das? Was kann das Lapras denn bitte? Für Attacken so. Ice Shard, Perish Song, Mist und Sing. Und wir haben jetzt ehrlich gesagt keinen großen Zweck darin, Lapras mitzunehmen erstmal. Zumindest, wenn wir Sumpex haben, dann vielleicht schon. Aber jetzt kommen wir da... das Loch. Das Loch. Das Loch. Ich vergesse das nicht. Ich vergesse das nicht. Hier war das. Shift R. Wird es bis da unten überhaupt schaffen? Ja, mal so lange wie es geht über der Erde. Und, oder bevor über dem Wasser. Und los. Alter, ist das tief. Okay, ich glaube fast, das ist keine gute Idee. Oh Gott, wir werden das nicht überleben, glaube ich. Ah, scheiße, 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 scheiße. Ah, geschafft. Ja, war ein Versuch wert, ist kein Loch, ist nur ein sehr tiefer Riss. Und es war so tief, dass wir da einfach nicht reinkommen. Zumindest nicht ohne großartig drauf zu gehen. C war ransummen. Okay, ist ein Taubora daneben. Ein Raichu. Kolb. Unten sind Ponitas. Aber Ponitas sind nicht so gut zum Leveln, leider. Andererseits sind wir schon mal hier. Und da ist auch ein Galoppa, das ist auch gut. Level 40, ist gut. Das ist gut. Mudbomb. Stadtbild, coole Sache. Mudbomb wollte wohl nicht. Das hat gesessen. Und Watergun. Sehr schön, 1800 XP. Hier war auch noch auf jeden Fall ein Polita. Hier sind wieder Tauschtypen, ne? Trader. Oh, das ist ja ein toller Tausch. Ihr kauft, er gibt immer ein Pikachu, vielleicht Pikachu haben. Als ob, Junge. Ein Rizeros, wie geil. Nee, das ist nicht gut, alles. Das hätte ich gerne gemacht. Aber ich habe leider keins. Oder? Wir haben keinen.
Nö. Haben wir nicht. Andererseits, vielleicht sollten wir tatsächlich Lapras mitnehmen. Und zwar aus dem Grund, falls wir noch ein Boss-Pokémon finden, dass wir die auch wegmachen können. Dann müsstest du leider erstmal wegbleiben, Dennis, aber das, du warst immer ein bisschen wieder da Stissel bei uns. Nehmen wir Lapras mit. Und das ist jetzt unser, quasi unser Safe-Pokémon. Lass mal den Apfel noch ein bisschen drin. Wie gesagt, hier soll sich bitte keiner vernachlässigt finden, weil ich nicht ins Team nehme. Ich habe immer 6 Pokémon und ich nehme halt die mit, die ich gerade leveln möchte. Ich hoffe, das ist einleuchtend. Wenn ihr, by the way, Namensvorschläge habt, die ihr so gerne sein möchtet, schreibt es in die Kommentare. Und ich werde darauf eingehen. Falsches Pokémon. So, ab in die Wüste. Da ist es. In die Richtung war das. Ist da gerade unten geschwommen? Okay, nee, hat getäuscht. Hat getäuscht. Okay, ich hör auf. Ihr habt ja recht. Uns wird das aber richtig schnell dunkel, ne? Alles auf die Richtung? Bin mir gar nicht mehr richtig sicher. Doch, doch, das war richtig. Oder? Das ist Feuer. Da sind die Pilze. Da ist der Wasser. Irgendwie kommt hier keine Wüste. Wo eigentlich Wüste kommen sollte. Savanne. Wüste. Sehr gut. Das reicht schon. Das reicht schon. Hauptsache Feuer-Pokémon. Zack. Wow. Level 12. Weil Dicktree. Und ich habe das ganze Pokémon. Nein, nein, du machst mir nicht mein Skarmory kaputt. Dann kommen wir wieder zurück. Level 31 ist auch ein gutes Level. Oh, Togan. Oh, Togan. Sehr schön. Und 34. Nur noch 2 Level. Ich sehe dein Level nicht. 22, ne? Alter! Dankeschön. Tschüss. Aber keine Feuerpunkte, wenn man sie braucht, ne? Und vor allem keine Entwicklung. Die wären mir auch liebe. Da ist noch ein Dicktree. Auch nicht die optimale Lösung. Vor allem nicht in so einem Hawaii. Andererseits. Jetzt können wir hier notfalls auch noch unseren Apfel leveln. Watergun. Oh, Alter, das hat viel Schaden gemacht. Gut, das war. Das war schön. Makago. 57, alter Vater. Okay, machen wir anders, machen wir anders. Jetzt nehmen wir das hier. Nein, ich hab's nicht geheilt, ich Idiot! Oh, war das dumm. Oh, war das dumm, alles klar. Gut, da hätte ich jetzt richtig schöne Erfahrungen rausfarmen können, natürlich. Das habe ich nicht getan, klar. Mich jetzt tun können. 45 ist auch viel zu stark. Yo, bitte. Das wird eh ein Fire-Move benutzen. A critical hit. 5 times critical. Das wird wahrscheinlich auch nur 10 XP gemacht haben und damit. Aircutter. Ich versuche das gerade nur ein bisschen runter zu zergen. Heilige Scheiße. Damit vielleicht unser Pokémon gleich das Ding absnacken kann. Ja, Leech Seed Planted, sehr schön. Das war gut. Mega Drain. So, dann können die beiden sich auch die XP teilen. Watergun. Das kann nicht wahr sein, Alter. Na egal, wenigstens bekommt die Erfahrung irgendjemand. Slam. Tschüss. Und mir ist gerade eine problematische Sache aufgefallen. Unsere Flugmöglichkeit hat sich nämlich gerade verabschiedet. Das heißt, ich muss jetzt laufen.
Also, wir finden ein Dorf. Ich meine, da war nichts auf dem Weg. Jetzt müssen wir den nächsten Weg, habe ich es gemerkt. Das ist nicht ganz so schlimm. Wir können vor allem erstmal Feierabend machen, würde ich fast behaupten. Weil so viel werden wir hier, glaube ich, nicht mehr finden. Da ist ein Dorf. In der Wüste. Also, das kennen wir sogar schon, ne? Und dann können wir sogar weiter trainieren. Da, das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Machen wir noch kurz so hin. Dann kann man nämlich auch Apfel wieder rausnehmen und dafür Dennis reinnehmen, weil Wasser-Pokémon und Feuer, das verträgt sich einfach besser. Beziehungsweise verträgt sich weniger und das ist natürlich zu unseren Gunsten. So. Ladidu. So, Pokémon heilen. Und damit war's das für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann bei Pixelmon. Ciao, ciao. Da bin ich auf F-Druck? Achso, ich hab F-Siegen gedrückt. Ha, sehr gut. Ciao, ciao.